Wo warst du denn? Ich hab viel Hunger. Lass mal was essen gehen. Du musst bezahlen. Meine Bankkarte ist kaputt. Was ist denn damit passiert? Na, ich habe es fallen lassen. Dann ist ein Auto drüber gefahren und dann ein Flugzeug drüber abgestürzt. Das wäre alles nicht passiert, wäre deine Karte aus Carbon gewesen. Oder wenn ich mit dem Laser nicht ins Cockpit gezielt hätte. Carbon ist wirklich ein außergewöhnliches Material. Man kann so viele Sachen daraus herstellen. Zum Beispiel Tennisschläger, Prothesen, Fahrräder, Laptops, Flugzeuge, Windräder, Autos, alles. Faszinierend. Wo gehen wir essen? Du möchtest also wissen, wie Carbonfasern hergestellt werden? Nein, ich will. Das ist ganz einfach. Erstmal brauchen wir einen organischen Ausgangskunststoff, der nicht schmilzt. Heutzutage wird meist PAN benutzt. Der chemische Name ist Polyacrylnitril. Die PAN-Fasern werden aus ihrer Verpackung gezogen und durch die ganze Fabrik geleitet, damit die einzelnen Stränge gleichmäßig aufgereiht nebeneinander im ersten Produktionsschritt ankommen, ohne zu überlappen. Im ersten Produktionsschritt werden dann die Fasern durch Pyrolyse oxidiert und stabilisiert. In der Pyrolyse werden mit steigendem Oxidationslevel die Fasern immer dunkler, bis sie schwarz sind und fast ausschließlich der Kohlenstoff zurückgeblieben ist. Dann kommen die schon fast fertigen Fasern in den Hochofen, wo sie karbonisiert werden. Dabei wird bei extrem hoher Hitze die molekulare Struktur perfektioniert. Am Ende werden die Carbonfasern noch aufgerollt und fertig sind die Carbonrollen, die nun bereit für weitere Verarbeitung sind. Das ist Polyacrylnitril. Für die Darstellung nutzen wir die einfache Schreibweise und schauen uns nur einen Teil der Kette an. Durch die Hitze löst sich ein Elektronenpaar aus der Dreifachbindung und hängt sich an das benachbarte Kohlenstoffatom. Die zyklische Struktur ist stabiler als die vorherige lineare Struktur. Gleichzeitig werden alle Wasserstoffatome abgespalten. Aus diesem Grund findet die Reaktion im Stickstoffgas statt, um Flammenbildung zu vermeiden. Bei weiterer Erhitzung lösen sich auch die Stickstoffatome und es bildet sich ein hexagonales Gitter aus Kohlenstoffatomen. Das ist dann das fertige Carbon. Schön, gehen wir jetzt endlich essen? Du möchtest also wissen, wie Carbonfaser weiterverarbeitet werden? Das ist ganz einfach! Warum tust du mir das? In einer Verarbeitungsweise werden die Carbonfasern in einer Webemaschine zu einem Carbongewebe verarbeitet. Diese gewebte Carbonmatte ist das bekannteste Carbonfaserprodukt. Es zeichnet sich durch seine Biegsamkeit und Leichtigkeit aus. Ein weiteres Produkt ist das Carbonfasergelege. Hier werden die Fasern aneinandergereiht und zusammengenäht. Das Carbonfasergelege kann vor allem sehr schnell produziert werden, wobei die hohe Faserfestigkeit genutzt wird. Der Fasergehalt ist außerdem höher als beim Gewebe. Bei dem Carbongeflechte kann man verstärkende Hüllen für verschiedene Bauteile schaffen. Der Vorteil von Geflechten ist, dass bereits in der Produktion die leichte Hülle direkt um das gewünschte Teil geflechtet wird. So entstehen in der Außenhülle keine Schwachstellen, wie zum Beispiel Nähte. Bei den Prepregs, den Pre-Impregnated Fibers, werden Carbongewebe oder Gelege mit einem Verbundwerkstoff versehen, zum Beispiel duroplastischer Epoxidharz. Diese so entstehenden Prepreg-Rollen sind bereit zur Verarbeitung zu CFK-Bauteilen.
CFK steht für Carbonfaserverstärkter Kunststoff. CFK wird zum Beispiel zur Herstellung von Autoteilen verwendet. Der Vorteil ist, dass man die einzelnen Teile direkt am PC designen kann. Ein designtes Modell kann dann ausgedruckt werden, indem eine Maschine sie aus einer Pre-Preg-Matte ausschneidet. Die ausgeschnittene zweidimensionale Form wird dann in einer dreidimensionalen Form gebacken. Das Epoxidharz härtet dabei zu einem Duroplast aus. Nach einem kurzen Feinschliff ist das gewünschte Produkt fertig. Carbonfaserverstärkter Kunststoff ist trotz seiner hohen Festigkeit über 50% leichter als Stahl und über 30% leichter als Aluminium. CFK wird natürlich nicht nur in der Automobilbranche genutzt. Auch Flugzeugteile werden mit Carbonfaserverbundwerkstoffen gebaut, um den Treibstoffverbrauch drastisch zu reduzieren. Durch die Zusammenarbeit mit der Luftfahrtindustrie ist eine stetige Weiterentwicklung von Verarbeitungstechniken nötig und möglich. Auch für den Bau von Windanlagen kann man CFK nutzen. Durch die Größe der zu schaffenden Teile gibt es allerdings keine automatisierten Fertigungsverfahren. Deswegen müssen die Teile per Hand verarbeitet werden. Bauteile aus CFK bieten geringe Geräuschemissionen bei hoher Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Carbon ebnet den Weg für die Zukunft. Carbon ist Zukunft. Was denn? Wo bist du? Oh, Basse!